Und raus damit. Zack, da ist er, der erste Hecht. Schön entspannt mit Jig an der alten Festung. Also, raus mit der Hechte. Richtig nice. Zweiter Wurf sozusagen und es geht los. Und ich bin hier schön mit der Jig-Führung an der alten Festung. Jig-Kopf dran, Köder drauf, Maggot drauf und dann langsam durchjiggen. Eine der altbekannten Stellen, die immer wieder funktionieren. Ich zeige allerdings auch gleich natürlich noch eine andere Stelle, die immer wieder ganz gut, oder vielleicht sogar zwei andere Stellen, die ganz gut, oder drei andere Stellen, die noch ganz gut funktionieren. Und natürlich gehen wir auch gleich im Detail nochmal auf Set ein. Nicht schlecht. Und da ist schon wieder was dran. Also, was ist das Ziel? Mein Ziel gerade Hechte und gerne auch ein paar Barsche. Denn ich komme gerade zur alten Festung, sehe, da gibt es einen Kaffeeauftrag Barsch. Und da habe ich mir gedacht, komm Alter, bevor du jetzt hier aber nur auf Barsch gehst, ein Auftrag um die 30 Silber ist zwar ganz nett, aber da dann doch lieber die dicken Brocken noch mit rausziehen. Heißt also lieber schön gezielt auf die dicken Brocken gehen, zack, auf die Hechte und nebenbei dann nochmal ein paar kleine Barsche mitnehmen. Wenn sie denn reingehen, wobei so ganz klein sollen sie gar nicht sein. Es gibt die Trophäe, Barsch Trophy ist mal wieder drin an der alten Festung mit 1,6 Kilo und 350 Gramm müssen sie mindestens haben. Zack, ihr seht also, es läuft hier auf dem Jig. Die Größe, ja, kann natürlich immer noch größer werden, aber dafür, dass ich jetzt gerade hier den ersten Köder gerade mal erst teste, bin ich doch jetzt schon ganz zufrieden. Einfach hier mit dem Maggot locker hier durchjiggen und gucken, was so geht. Wir könnten hier natürlich auch mit Blinkern das gleiche machen. Das heißt, wenn du die Jig-Montage vielleicht noch gar nicht freigespielt hast und hast auch Bock auf die Hechte, dann einfach hier mit einem Blinker, vielleicht so mit einem Hunter-Blinker, den barschfarbenen, müsste der Zweier sein, 002, damit vielleicht einfach mal hier rumprobieren, ob das nicht auch funktioniert. Sollte eigentlich ganz gut gehen. Auch damit kann man natürlich dann verschiedene Führungsmethoden und Stile machen. Führung mit Zwischenstopp, einfach mal durchziehen, schnell durchziehen, langsam durchziehen, zack, und schon wieder abgehauen. Also da hat man dann verschiedenste Möglichkeiten, auch mit dem Blinker hier rumzuhantieren. Oder wenn ihr natürlich schon hier mit dem Topwater gerne unterwegs seid, auch das funzt natürlich auch immer wieder gut. Was man sogar mit Wobblern und Blinker machen kann, ist dieses hier. So einfach von links nach rechts mal so ein bisschen durchziehen, absinken lassen. Ist jetzt vielleicht hier mit dem Jig, mit dem Gummi nicht ganz so ideal. Aber wie gesagt, mit so einem Blinker kann man hier einfach mal so sogar durchziehen. Bäm, auf einmal fetzen da die Hechte hinterher. Ist hier halt eine ganz wilde Stelle, die immer wieder gut funktioniert. Ja, dann kann man, wie gesagt, hier vorne einmal hinwerfen. Schön so an dieser Schilfkante entlang. Dass man dann da in den Jig reinkommt. Wie gesagt, Jig-Führung ist halt immer wichtig, dass man da schön kontinuierlich eine Drehung macht, Pause macht. Testet das mit eurem Set. Das ist abhängig von eurer Rolle, wie schnell ihr das macht. Ich sag mal, so eine mittelschnelle Umdrehung sollte eigentlich schon ganz gut sein. Mittelschnell eingestellt bei eurer Rolle, dass ihr dann da gut in den Jig reinkommt. Wenn ihr da Schwierigkeiten mit habt, da reinzukommen, einfach ein bisschen schneller einstellen. Die Funktion ist ja, man zieht an, das heißt, der Köder hebt sich, wird quasi zu dir gezogen, gehoben und dann wieder locker gelassen. Er fällt wieder runter, zack. Und er muss auch eben auch diese kleine Pause haben, dass er eben runterfallen kann und dann auf dem Boden liegt. Und gerade dieses Runterfallen, das triggert dann gerne eben mal die Hechte. Das heißt, ranziehen, fallen lassen. Genau, das ist halt dann immer die klassische Bewegung. Wenn es halt, wie gesagt, manchmal nicht so richtig gut klappt und
wenn es bei gar keiner Geschwindigkeit klappt, dann müsst ihr eben schauen, ist der Untergrund vielleicht nicht passend? Habt ihr da vielleicht irgendwie Steine auf dem Untergrund, verschiedene hohe Tiefen? Und dass der Köder dann immer mal wieder aus dieser Jig-Führung rausfällt. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, wo man das gerade macht. Wir gehen mal eben auf das Setup ein, beziehungsweise ich werfe nochmal kurz in die Richtung. Das hat auch sonst immer ganz gut geklappt. Hier an der Kante entlang. Bevor wir in die Details gehen, also hier hin. Jetzt haben wir da vorne, wie gesagt, einmal Schilfkante, einmal rüber zum Baum. Dann haben wir hier an der Schilfkante entlang und dann haben wir auch noch gegenüber zwei andere Stellen, die auch noch funktionieren. Das heißt, man kann hier einmal im Halbkreis sich drehen und einmal alles abfächern sozusagen. Zack, da ist auch was dran, aber auch nur ein Lüder. Genau, ich stehe hier übrigens auf dem Holz, da ein bisschen aufpassen. Es kann schon mal sein, dass man sich hier verbackt und irgendwie verhakt, also schön vorsichtig sein. Wie gesagt, dann kann man, also das ist jetzt hier eine Stelle. Dann können wir hier rüber werfen. Zack. Da drüben hin. Man kann da vielleicht auch ein bisschen weiter links, kann man auch hinwerfen. Aber zu weit und je nachdem, was ihr für ein Setup habt, wenn ihr mit einem zu feinen Set hier rangeht und ihr habt da so ein 7, 8 Kilo Hecht vielleicht schon dran, der euch dann da um den halben See zieht, da müsst ihr halt übelst vorsichtig sein. Also wie gesagt, wenn man dann gerade in diese Richtung hier oben wirft, dann kann das ein bisschen tricky werden. Ansonsten, wenn man halt in die Richtung wirft, kann man da halt besser noch hinterherlaufen. Auch wenn er dann mal hinten unter der Brücke durchschwimmt, kommt man da immer noch ganz gut hinterher. Also, wie gesagt, erste Stelle, zweite Stelle hier drüben hin, dritte Stelle, vierte Stelle. Ich glaube, das sind so die vier Posis, die man so abangeln kann. Dann passt das ganz gut. Andere Stellen natürlich auch hier oben, wo auch immer die Amure ganz gut gehen. Auch da einfach durchziehen, ob das jetzt eng an der Schilfkante entlang oder auch tatsächlich gegenüber. Ziemlich genau die gleiche Stelle, wie gesagt, wo auch die Amure zu fangen waren. Also auch da geht es ganz gut. Dann gibt es hier unten nochmal eine Stelle, direkt wo die Birken hier stehen. Da kann man entweder hier auch auf einen Holz drauf gehen und in Richtung der Birken werfen. Auch da ein bisschen aufpassen. Die Birken grabben sich gerne mal den Haken. Man verhakt sehr schnell. Oder eben von der Brücke aus da in Richtung Birke werfen. Auch das kann man. Also die ganze Area lohnt sich auch. Und dann gibt es hier auch nochmal eine Stelle, die immer wieder gut geht. Auch hier sind so Totholz, sind so abgefressene Bäume, stehen da so ein bisschen im Wasser. Auch da wieder aufpassen. Aber links und rechts da entlang ist hier auch wieder eine richtig gute Hecht-Area. Übrigens hier unten auch immer wieder ganz gut die Barsche. Selbst auf Grund kann man sich da mal ganz gut hinstellen. Also, grob gesagt, für die Hechte hier natürlich. Dann hier oben die Area, hier unten. Und dann hier am Fuß unten. Da geht das auch immer wieder ganz gut. Das sind so für mich die wichtigsten Hechtspots. Ja, ich bin momentan noch mit der Jig-Montage halt ausgerüstet. Komplett übertrieben vom Setup. Man kann hier natürlich auch deutlich leichter rangehen. Wobei, so ganz weit nach unten würde ich da nicht hingehen. Ich würde hier vielleicht gezielt auf Hecht gehen, wenn man schon sowas hat wie eine HSV als Rolle. Wenn wir uns mal die HSV drauf machen und dementsprechend das Set zusammenbauen, das heißt, wir könnten hier zum Beispiel auf der HSV vielleicht einfach auch so eine 19 Kilo Schnur nehmen. 19 Kilo reicht in der Regel für einen Hecht, so als Hauptschnur. Wenn man dann später am Archipel vielleicht unterwegs ist und dann gehen da die ganz, ganz dicken Brocken rein, würde ich auch ein bisschen höher gehen. Aber grundsätzlich reicht das anfangs völlig aus. Und dann ist es allerdings so, dass das Set verkehrt in Anführungszeichen zusammengebaut wird, denn wir ballern hier entweder natürlich ein dickes, fettes Stahlvorfach dran und da gehen wir jetzt nicht irgendwie auf einen 15er, sondern wir ballern da auch ruhig einen 30 Kilo Stahl dran und gut ist. Auch wenn das Vorfach jetzt über der Tragfähigkeit der Hauptschnur ist, das ist da egal, denn wir wollen Hechte und Hechte sollen hier nichts durchbeißen, deswegen hat das Vorfach Priorität sozusagen und es ist halt deutlich stärker. Genauso gut kann man eben auch ein Fluorocarbon nehmen, zum Beispiel hier 35 Kilo. Wenn wir da in die Details gehen, sehen wir, das Durchmesser der Schnur liegt bei 0,8 mm, ist auch nicht 100%ig bis durch, also durch bis sicher, so rum.
Aber ich sag mal, zu 95% ist es schon sicher. Je nach Gewässer, auch da, wie gesagt, auch am Archipel zum Beispiel, würde ich dann damit auch nicht rangehen. Da ist es dann bei mir dann doch eher das 55 Kilo Vorfach. Gehen wir da nochmal eben rein. Da sind wir bei 1 mm Fluorocarbon. Auch das ist richtig dick und fett. Da ist mir bisher noch nichts durchgebissen worden. Ob das möglich ist, gute Frage. Vielleicht ist es nur noch eine 1- oder 2-prozentige Chance. Durchaus möglich. Aber wie gesagt, das ist natürlich dann Monsterfett. Also das brauchen wir jetzt hier für die normalen Gewässer eigentlich nicht. Da, wo eben die richtig, richtig großen Hechte rumrennen, da kann man das dann verwenden. Vorteil, wie gesagt, vom Fluorocarbon ansonsten, es ist halt immer noch ein bisschen durchsichtiger. Von daher verwende ich das eigentlich immer ganz gerne. Ich nehme auch hier das normal 25 cm lange. Geht eben auch ganz gut. Wenn ihr, wie gesagt, das noch nicht herstellen könnt, nehmt einfach einen Stahlvorfach und dann seid ihr safe. Einserhaken kann man nehmen, wenn man auch noch ein paar Barsche haben will, wenn ihr ganz gezielt nur auf Hecht aus seid. Mindestens würde ich mal sagen, auch ruhig einen 2-0er-Haken und dann die dicken, fetten Köder drauf. Eine Serie an Ködern, die sich wirklich lohnen, ist hier diese Maggot-Serie vom 1er, 2er, 3er einmal komplett durch, würde ich sagen. Einfach mal durchkaufen. Ihr seht, die verschleißen relativ schnell, weil eben die Hechte da immer schön reinkauen. Dementsprechend schnell geht der Verschleiß da runter. Ihr könnt die auch noch, wenn die so sind, verwenden. 70% Verschleiß da drauf kann man immer noch verwenden, wenn man eine Stelle hat, wo die Hechte ganz gut funktionieren, wo das gerade ganz gut läuft, ist das überhaupt kein Problem. Hecht beißt da auch immer noch drauf und der Verlust der Lockwirkung sozusagen ist wirklich recht gering. Da ist es dann, glaube ich, doch deutlich entscheidender, wie ist gerade die Uhrzeit, wie ist das Wetter gerade, ballern da überhaupt gerade Hechte rein an der Stelle oder nicht. Also wenn ihr das getestet habt, vielleicht mit einem funktionierenden guten Köder und ihr seht, da läuft's, dann kann man auch immer noch seine alten Köder aufbrauchen, bis die dann komplett durchgeschlissen sind. Bam! Da ist er sogar ein bisschen rausgesprungen. Auch nicht schlecht. Kleiner wilder Hecht. Also am besten läuft es gerade bei mir hier an der Stelle. Das heißt hier mit relativ langsamer Umdrehung, langsamer Jig. Jigführung ist drin. Jetzt hier gerade ja mit der HSV unterwegs. Also gar nicht mehr so ganz übertrieben. Eine Umdrehung machen und dann einfach warten. Zack. Warten. Einfach auf entspannt, das ist eben das Schöne. Wichtig ist natürlich im Blick zu behalten, wie die Zeiten sind. Hecht beißt gerne anfangs, also am Anfang des Tages. Zwischen 5 und 6 Uhr geht es langsam los. Also gegen 6 Uhr sollte dann die Hechtzeit schon voll da sein. Und das geht dann so bis jetzt ungefähr 11 Uhr, ja ungefähr bis 11. Danach nimmt es deutlich ab. Und dann geht es wieder los. So ab 16 Uhr so langsam, 17 Uhr sollte es dann schon wieder richtig losgehen. 18 Uhr ist dann auf jeden Fall schon Hecht Primetime und das geht dann wieder so bis 22, 23 Uhr und dann wird es auch wieder drastisch weniger. Je nachdem, wie das Gewässer auch gerade ist, wie schnell es dann richtig dunkel wird, kann es auch schon mal vielleicht ein bisschen eher abnehmen. Aber das sind so die Kernzeiten quasi fürs Hechtangeln. Na, und auch an der Stelle geht es noch weiter. Was man natürlich neben der ganzen Position machen kann, wo man dann hinwirft, man kann natürlich auch einfach die Farben natürlich testen, also braun dran, also alle Farben einfach durchtesten. Je nachdem, welche Farbe dann am besten funktioniert, dann einfach natürlich auf der Farbe bleiben und weiter durchziehen. Welche Farben gerade funktionieren, auch einfach mal gucken, wie es dann in den Rekorden aussieht. Wir können ja aktuell mal eben reinschauen, wöchentliche Rekorde, Deutschland gucken wir mal. Und da haben wir ihn, Hecht, sehr viel tatsächlich gerade hier, auch mit dabei, immer mal wieder schön auf Barsch und Co. Rotaugen funktionieren übrigens auch immer wieder ganz gut, das heißt, wenn ihr Rotaugen im Akkord rauszieht, auch das mal ruhig testen. Und wir sehen hier Ladoga Archipel. Und Archipel, also verschiedenste Köder, verschiedenste Farben, das ist wild. Und wenn wir nochmal international reingucken, sehen wir, da dominiert nur noch einer. Also relativ hell, allerdings alles hier am Archipel mit den Super-Trophies sogar. Rabauts. Na, da geht nochmal einer richtig schön rein. Ich kann die Bremse sogar ein bisschen hochdrehen. Nochmal ein bisschen anschlagen.
Und da kommt er ran. Ich habe einfach mal die Farbe geändert, nochmal wieder schön auf den roten Maggot. Roter Maggot, schön aggressiv. Pink, Rot, das sind auch alles solche Signalfarben, wo so ein Hecht dann auch gerne mal schön reinballert. Also kann man immer mal wieder gerne nutzen. Weiß hatte ich jetzt auch schon getestet. Also man kann einfach mit den verschiedensten Farben einfach rumspielen. Uhrzeittechnisch, wie gesagt, muss man das auch testen, wie das am besten läuft, zu welcher Uhrzeit. Und wie gesagt, wenn man dann einen hat, dann durchziehen. Und wenn man dann irgendwann kein Ergebnis hat, Farbe ändern, Farbe ändern, Farbe ändern. Und wenn dann gar nichts mehr geht, kann es auch einfach sein, dass ein Spot mal nach einer halben Stunde einfach leer ist. Also, lasst euch da jetzt nicht irritieren und sagt ihr, Mensch, ich stehe jetzt hier vielleicht erst 20 Minuten. Irgendwie beißen da nur noch so kleine Dinger dran, es kommt nichts Großes mehr. Es ist durchaus möglich, also so ganz abwegig ist es nicht. Es kann sein, dass so ein Spot tatsächlich dann leer gefischt ist. Heißt also, zur Regeneration dann gut 2 Stunden warten, wenn ihr dann da wieder hin wollt. Zack. Und dann in der Zwischenzeit die anderen Spots testen. Hatte ich ja gerade gezeigt, wo man überall hingehen kann. Und dann weitermachen. Einfach gucken, testen, direkt wieder von vorne. Verschiedene Farben, verschiedene Köder und so weiter und so weiter. So, ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz rein, was das Ganze gebracht hat. Und da sehen wir es doch auch schon gar nicht so verkehrt jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit, diese 20 Minuten jetzt hier, 65 Silber schon gemacht, das passt. Und preislich, beziehungsweise größentechnisch, nur wenig kleine dabei, preislich, ja, dafür, dass es eben so mal eben nebenbei geht, passt das schon. 20 Silber für so einen 4-Kilo-Hecht, das sind halt die, die halt so ein bisschen mehr in die Bremse gehen. Denkt dran, einfach richtig große Haken verwenden. Auch ein 4-0er-Haken, wenn ihr das dann damit auswerfen könnt, könnt ihr verwenden. Je nachdem, was ihr für ein Setup habt, ran damit. Ich mache direkt weiter. Ich will noch ein paar dicke Brocken ziehen. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.